Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, zu unserer neuen Ratgebersendung. Mein Name ist Amberg, Matthias Amberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht sowie Inhaber der Kanzlei Matthias Amberg in Aschaffenburg. Heute wollen wir uns mal wieder mit dem Thema Impfen beschäftigen und wir haben uns lange überlegt, wollen wir wirklich zu diesem hochstrittigen Thema eine Ratgebersendung machen, weil wir haben schon festgestellt, egal wie und was wir da sagen, es wird entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite ja sehr kritisch gesehen. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis, mein Job als Rechtsanwalt ist es, die Rechtslage darzustellen. Es geht nicht darum zu sagen, Impfen ist toll oder Impfen ist blöd, sondern mir geht es einfach nur darum, zu informieren, aufzuklären. Und so wollen wir uns heute auch mit dem Thema Impfpflicht beschäftigen, beziehungsweise mit der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Eltern sich nicht einig sind, ob ihr Kind geimpft wird oder nicht. Und da sind wir mitten in dem Thema Sorgerecht. Und Sie wissen, wenn ich geschieden bin und kein Antrag auf Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge gestellt worden ist, habe ich immer auch vor und nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge. Das bedeutet, dass grundsätzlich die Eltern über Belange ihres Kindes oder ihrer Kinder gemeinsam entscheiden müssen. Allerdings ist so ein bisschen zwischen den Alltagsangelegenheiten und den Angelegenheiten von besonderer oder wichtiger Bedeutung zu unterscheiden. Alltagsangelegenheiten darf der Elternteil alleine entscheiden, bei dem das Kind lebt. Jetzt ist die spannende Frage, was sind denn Alltagsangelegenheiten? Alltagsangelegenheiten zum Beispiel normale Arztbesuche, also Zahnarztbesuch. Wenn das Kind Magenschmerzen hat, darf der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ohne Rücksprache mit dem anderen Elternteil einfach zum Kinderarzt gehen. Oder die Frage Fernsehkonsum. Oder die Frage, mit wem trifft sich das Kind? Darf das Kind auf eine Geburtstagsparty von einem Klassenkameraden gehen? Das sind so Alltagsangelegenheiten. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung sind wichtige medizinische Fragen, religiöse Erziehung, darf das Kind zur Kommunion oder nicht, zur Firmung, die Vermögenssorge, was passiert mit dem Vermögen, was auf Namen des Kindes angelegt ist, das sind alles so Sachen von besonderer Bedeutung. Und insofern ist jetzt die erste Frage, die wir stellen müssen, wie schaut es mit Impfungen aus? Und da gab es aus meiner Sicht Gott sei Dank eine Änderung in der Rechtsprechung. Früher war es so, dass gesagt worden ist, nee, Schutzimpfungen sind Alltagsangelegenheiten, das darf ein Elternteil alleine entscheiden, auch wenn es die gemeinsame elterliche Sorge gibt. Das hat der BGH geändert. Der BGH hat ausdrücklich entschieden, dass jegliche Impfung eine Angelegenheit von besonderer Bedeutung ist, sodass die Eltern gemeinsam darüber entscheiden können und müssen. Spannend ist natürlich die Frage, was passiert, wenn die sich nicht einigen können. Also wenn die Eltern sich einig sind, dass ihr Kind geimpft wird oder dass ihr Kind nicht geimpft wird, habe ich kein Rechtsschutzbedürfnis für einen Streit. Aber die Sachen, wo die Eltern sich nicht einigen können, die landen ja immer bei uns und bei den Gerichten. Das heißt, wenn die sich uneinig sind, die Eltern, dann muss in der Tat das Gericht entscheiden. Und jetzt die spannende Frage, wie entscheidet das Gericht? Nach welchen Kriterien entscheidet das Gericht? Und da macht es sich mittlerweile das Gericht relativ einfach. Das Gericht orientiert sich nämlich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, der sogenannten STIKO. Die STIKO überprüft Impfungen, überprüft die Nebenwirkungen, überprüft, inwiefern der Vorteil der Impfung mögliche Nachteile überwiegt und gibt dann eine klare Empfehlung raus, ja oder nein. Und wir haben vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine aktuelle Entscheidung gehabt. Da ging es um eine normale Schutzimpfung. Es ging da um Tetanus. Und da hat der Vater gesagt, nee, ich will nicht, dass mein Kind geimpft wird bei Tetanus. Keine Ahnung, was es da für Nebenwirkungen gibt. Die Mutter hat gesagt, ich will aber, dass das Kind geimpft wird, weil wenn das Kind nicht geimpft ist, sich verletzt, die Auswirkungen, wenn man nicht geimpft ist, die sind viel, viel höher wie mögliche Nebenwirkungen. Und da hat dann das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt, okay, wir schauen uns an, welche Empfehlung die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts gibt.
Die STIKO hat ganz klar gesagt, wir können hier diese Impfung nur empfehlen. Dementsprechend hat dann auch das Gericht der Mutter in dem Fall die Entscheidungskompetenz übertragen für diese Impfung. Der Vater hat sich dagegen gewehrt, hat gesagt, Leute, hier habe ich einen besonderen Fall. Ich möchte, dass ein Gutachten eingeholt wird. Und da hat das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt, nein, brauchen wir nicht, denn die Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, das ist ein antizipiertes Gutachten. Das heißt, die haben sich ja intensivst mit der Frage Nachteile, Vorteile beschäftigt. Da brauche ich nicht noch ein Gutachten, denn diese Empfehlung oder das, was ein Gutachter machen könnte, das ist ja schon in dieser Empfehlung enthalten. Insofern ein antizipiertes Sachverständigengutachten. Das heißt, man kann so ein bisschen provokant sagen, wer entscheidet eigentlich, was für mein Kind gut ist. Das entscheidet mittlerweile die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Und natürlich ist diese Frage, Impfung, was ist gut, wer entscheidet, in der aktuellen Zeit ganz, ganz relevant. Denn wir denken natürlich bei diesen Fragen auch immer an Covid-19, an Corona, wie es da weitergeht. Und da sind viele Menschen einfach verunsichert, weil die Pandemie hat uns alle in unserer Lebensführung sehr beeinträchtigt. Es wurde in Rekordzeit Impfstoff entwickelt und man weiß gar nicht genau, wie schnell das oder warum das so schnell gehen konnte und ob das wirklich alles sicher ist und so weiter. Aber auch da, ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien verfolgen konnten, hilft uns wirklich die Ständige Impfkommission, denn auf der politischen Seite sind teilweise die Empfehlungen laut geworden, wir sollen jetzt auch alle Kinder impfen, auch die Kinder unter 12 Jahren, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Und da hat die Ständige Impfkommission gesagt, nein, wir können hier noch keine Empfehlung geben, weil wir viel zu wenig Erfahrung für Kinder mit diesem Impfstoff gesammelt haben. Und die Ständige Impfkommission hat ausdrücklich empfohlen, dass nicht eine Impfung gegen Corona stattfinden soll, egal ob das jetzt AstraZeneca ist, BioNTech, Moderna oder sonst irgendein Impfstoff, außer dass das Kind eine ganz, ganz schwere Vorerkrankung hat, bei dem man weiß, wenn es sich ansteckt, dass es dann lebensgefährlich werden wird. Das ist so die einzige Ausnahme, aber ansonsten eine generelle Empfehlung für die Impfung wurde von der STIKO gerade nicht erteilt. Sie merken also, weil in den Medien liest man ja viel, dass die Ständige Impfkommission nur eine Verlängerung des politischen Abends ist. Das ist so nicht. Die machen sich schon ihre eigenen Gedanken. Das sind Wissenschaftler. Insofern sehe ich momentan, wenn die Frage auftaucht und vor Gericht verhandelt wird, der eine Elternteil will das Kind impfen lassen gegen Covid-19, der andere Elternteil nicht, dann müsste eigentlich die Rechtsprechung sagen, wir haben hier keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, deswegen müsste die Entscheidungskompetenz dem Elternteil übertragen werden, der sich gegen eine Impfung ausspricht. Ansonsten ist es natürlich am besten, wie immer, meine Damen und Herren, im Kindschaftsverfahren, wenn es um die Kinder geht, die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die auch oft am meisten unter einer Trennung leiden, dass die Eltern sich einigen, dass gar nicht die Gerichte bemüht werden. Man kann einfach mit dem Kinderarzt darüber sprechen, man kann sich die Informationen einholen und kann dann die Entscheidung treffen, die für das Kind am besten ist. Denn Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten. Insofern auch da Thema Streitvermeidung. Sie merken auch bei dem Thema Impfen, bei dem Thema Sorgerecht, ist durch Corona ganz viel Dynamik entstanden, ganz viel Entwicklung eingetreten. Wir versuchen Sie durch unsere Ratgebersendung immer auf den aktuellen Stand der Rechtsprechung hinzuweisen, der sich natürlich auch verändern kann. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, schauen Sie ruhig mal auf unsere Homepage. Da veröffentlichen wir auch Artikel, die wir in Familienzeitschriften veröffentlichen. Und ansonsten können Sie uns natürlich auch immer eine E-Mail schicken. Wir versuchen, diese Fragen dann auch zeitnah zu beantworten. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Ratgebersendung. Bis dann. Tschüss.